Das ist die Marke. Ah, na also, habe ich ein Zeitgefühl. Und. Und. Wie von Zauberhand. Ist auch schön leise. Man hört fast nichts. Hallo liebe Heimkino-Freunde. Jetzt ist es heute wieder ein bisschen später geworden. Wir haben aber noch was ganz Interessantes zu zeigen. Und der Ecki, der ist ja noch da, der macht heute Überstunden und Nachtschicht. Genau. Ich hoffe, dass du Licht hast am Auto. Ja, ja, ich denke mal schon. So viel. Also, und das, was wir jetzt zeigen wollen, ist hier im Hintergrund. Das ist eigentlich nichts Unbekanntes. Allerdings haben wir hier einen Problemlöser. Ja. Man braucht genau. Ein Lowboard und je größer das Bild ist, desto weiter muss der Laser-TV von der Wand wegstehen. Nun gibt es so Standardmaße für Lowboards, die fangen so bei 30 cm an. Und wenn der Laser-TV mehr Abstand braucht, dann muss man entweder das Lowboard von der Wand abrücken. Dann hat man hinter dem Lowboard so eine Lücke, das ist nicht unbedingt schön. Oder man muss ein neues Lowboard kaufen, das einfach tiefer ist. Aber manchmal hat man auch den Platz gar nicht in dem Wohnzimmer, wenn dann das Möbelstück so viel Platz wegnimmt. Und dann ist die Frage, was macht man? Und da ist dieses Gerät hier wirklich ziemlich genial. Genau. Das ist nämlich... Dann machen wir jetzt ganz schnell und unkompliziert, machen wir jetzt hier ein Unboxing. Weil wir nehmen jetzt hier einen Hisense. PX2 Pro. So alt ist der noch nicht. Ein paar Wochen. Am Markt hat den PX1 Pro abgelöst. PX1 Pro war ja der bezahlbare RGB-Laser von Hisense. Mit dem sind ja die RGB-Laser-TV-Preise etwas gepurzelt. Voller BT2020 Farbraum, gute Farben und für Hisense auch selten mit einem Fokusregler ausgestattet. Der hat jetzt den Nachfolger bekommen. Vom Bild ist er eigentlich ziemlich identisch zum PX1 Pro, außer dass er Dolby Vision direkt ab Werk hat mit einigen Presets. Und das neue VIDA-Betriebssystem mit dem neuen MediaTek-Prozessor, das wirklich das schnellste am Markt ist. Also auf Knopfdruck hat man da die Apps. Schneller geht es eigentlich nicht. Ist eigentlich sogar schneller als viele Smart-TVs. Ich zeige das jetzt gerade mal hier. Ich weiß nicht, kann man das sehen? Ich sage jetzt mal, was da drin ist. Ich meine, das ist jetzt nichts Neues. So sieht es aus, Unboxing wenn man hier den Karton hier öffnet. Man hat hier klassisch... Schön sind immer die Handschuhe, damit man keine Fingerabdrücke macht. Richtig. Und die sind auch hier richtig gut verpackt. Batterien, Fernbedienung und so kleine... Garantiebedingungen. Zusatzkabel, Garantiebedingungen natürlich. So, dann das können wir hier schon mal auf die Seite tun, beziehungsweise du brauchst die Fernbedienung. Dann packe ich schon mal die Fernbedienung aus, ja? Die Batterien sind einzeln eingepackt. Das hatte ich auch noch nicht. So. Ich mache jetzt einfach an und das Ganze fährt jetzt automatisch aus. Genau, und jetzt holt er sich den Abstand, den er braucht. Jetzt haben wir natürlich die Projektion an der Decke. Hier fehlt einfach die Wand. So, und bis jetzt hält das Ganze noch. Gehen wir sicherheitshalber mal hinten auf den... Das hält schon. So schwer ist der nicht. Bereich, ja. Das muss hinten fixiert sein, weil das natürlich hier eine ziemliche Hebelwirkung entfalten kann. Ich heb das gerade mal da. Und so ein Laser-TV wiegt ja auch einige Kilo. Und insofern... eigentlich eine sehr solide Konstruktion. Ich glaube, da müssen wir keine Angst haben. Und dann ziehen wir ihn mal ganz nach vorne, um zu zeigen, was man für ein Riesenbild machen kann. Ne? Ja. Wir haben ja da im Lieferumfang von Hisense, haben wir ja hier noch diese, ich sag jetzt mal, Blockaden dazu.
so ja, Bremsen, genau. Ne? Mit doppelseitigem Klebeband. Und die kann man jetzt beispielsweise vorne unter die Füße kleben, wenn das mal ausgerichtet ist. Und dann weiß man immer wieder, wo der genau. UST-Projektor stehen muss. So, das reicht jetzt erstmal so. Ja, ne? Nicht schön, aber selten. Genau. Also natürlich muss man das. Genau, das kann man jetzt. Ich kann das muss man eigentlich dann während der Montage optimal machen. So, jetzt gehen wir mal zurück. So, jetzt haben wir ihn angemacht und jetzt fährt er nach vorne. Genau. Jetzt haben wir das schon mal. Das wir haben das jetzt auch mal eingestellt. Nur ihr habt jetzt gesehen, wie weit man den dann an die Wand drücken kann. Und wenn man ihn jetzt hier vorne hinstellen würde, dann könnte man ein Riesenbild machen. Also ich würde gerade sagen, gerade für 120 Zoll ist das eine ideale Lösung. Wer sagt, ich will nicht nur 100 Zoll, ich will wirklich 120 Zoll, denn dafür hat kaum einer ein Lowboard, das tief genug ist für 120 Zoll, ja. dann ist das Ding fast unverzichtbar. So, jetzt haben wir, jetzt ist der definitiv so. Drücken wir mal hier. Sieht man, schön angepasst. Ja. So, und jetzt mache ich ihn aus und dann stoppst du mal die Zeit, die es dauert, bis das reinfährt. Genau. Achtung, fertig, los. So, es gibt bei manchen Geräten werden die USB-Ports nicht direkt auf Strom gehalten. Du hast zum Beispiel gesagt, beim L9G. Das ist übrigens auch ein Hisense-Gerät, der fährt sofort zurück. Genau. Das heißt, der L9G, der macht diese Zeitverzögerung nicht. Da fährt das dann sofort zurück. Das hängt dann also, ist von Laser-TV zu Laser-TV verschieden. Ich nehme mal an, das liegt jetzt an dem neuen Vida-Betriebssystem. Das hat halt diese Warteschleife da einprogrammiert. Und wir haben ja auch schon mal nachgeguckt. Man kann es auch nicht beeinflussen. Nee, wir haben das Menü geguckt. Es gibt keinerlei Einflussmöglichkeiten. Das soll. Und wir haben auch den zweiten USB-Port. Hinten ist ja der USB-Port, der eigentlich so relativ viel Stromstärke zur Verfügung stellt, damit man da einen Amazon Fire TV Stick einstecken kann. Hier an der Seite ist noch ein zweiter USB-Port, der ist eigentlich, damit man Bilder spontan zuspielen kann. Auch der hält den Strom. Da habe ich jetzt gedacht, dass der vielleicht direkt abgeht, aber auch der hält auch den Strom. Also das aber was ist denn deine Vermutung? Du hast gemeint, es könnte bis zu 5 Minuten dauern. Ja. Ach so, ich schätze. Bis er die Spannung ausschaltet. Ja, 3 bis 5 Minuten ist meine Schätzung. Also wir haben jetzt? 1,15, okay. Gut, das sind wir noch jungfräulich, ne? Wir gucken noch mal. Noch weit entfernt. Wir haben es noch nicht gestoppt, wir wissen es gleich wirklich. Wir saßen nur und irgendwann... Und haben eigentlich... Wir haben eigentlich schon geflucht, weil wir dachten, der hält dauerhaft den Strom. Aber das kann ja irgendwie auch nicht sein, denn wenn man jetzt wirklich einen Fire TV Stick da einsteckt, dann würde der ja immer unter Strom sein. Also waren wir dann optimistisch, haben gedacht, irgendwann geht der aus. Und das hat sich tatsächlich bezahlt gemacht. Ja. Aber das kann ja nur der Gedanke dahin. Wenn ihr eine Idee dazu habt, wieso der 5 Minuten wartet, bis er die USBs abschaltet, dann schreibt das in die Kommentare. Also das hat jetzt nichts mit dem Necktant oder... Nee, das hat damit nichts. In dem Moment, wo diese Plattform keinen Strom mehr drauf hat, in dem Moment geht die runter, 10 Sekunden gefüllt. Ja. Das heißt, da ist jetzt wirklich noch Strom beim Hisense auf den USB-Ports. Wir können ja bei Hisense mal fragen, die werden das auch nicht wissen. Aber kann es sein, dass das vielleicht mit der Leinwand als Trigger für die Leinwand was zu tun hat? Auch nicht, oder? Weil der würde ja geht das auch über den USB-Port oder hat er nochmal einen extra Trigger? Nee, das müsste dann auch das Power-Off sein. Dann braucht die auch 5 Minuten, bis die runterfährt. Ich sehe hier keinen anderen Trigger-Ausgang. Sollen wir mal ausprobieren. Wir sind schon bei 3 Minuten. Ja. Stell dir mal vor, das wären 10 Minuten gewesen. Nee, 10 Minuten waren das nicht. Aber es sind anscheinend mehr als 5 Minuten. Also die 5 Minuten haben wir schon geknackt, die Marke. Ah, na also, habe ich ein Zeitgefühl. 5 Minuten. Ich ziehe ihn jetzt nochmal nach vorne, damit ihr mal seht, was für ein großes Bild man erzeugen kann mit diesem Ding. Aber nicht das Möbel. Nee, nicht das Möbel. Ich ziehe jetzt einfach mal, ihr seht ja, hier ist noch viel Platz. Jetzt machen wir nämlich einfach mal ein Testbild drauf. So.
Jetzt haben wir hier ein Testbild. Und jetzt seht ihr mal, wie groß man das Bild machen könnte, wenn man das Ding hier wirklich ausreizt. Also man könnte es auch noch näher an die Wand stellen. Dann steht da auch schöner weiter vorne. Ach, das ist bestimmt wieder dieser Augenschutz. So, aber wenn ich das jetzt mal so... Da seht ihr, was da für eine Riesen... Also da sind wir jetzt bestimmt schon... Jetzt sind wir doch bestimmt schon bei 130 Zoll, oder? Ja, Minimum. So, jetzt steht da recht. Also man kann mit dieser Lösung wirklich einen riesen Screen machen, ohne dass man ein tiefes Lowboard braucht. Und stell dir mal vor, du willst jetzt so ein TV in der Größe kaufen. Genau, genau. Und erstens mal wäre der unbezahlbar. Richtig. Ich weiß nicht, was war auf der IFA, waren ja so große Fernseher. Ja, ich meine, die werden auch immer günstig. Aber ein 140 Zoll Ding. Was kostet der? Keine Ahnung, das unbezahlbar sind die. Aber nicht mehr, das kostet mehr wie 80.000, oder? Ja, von Samsung auf jeden Fall. Aber die, ich meine, die machen ja dann Preise, dass es keiner kauft. Ne? Die wollen das ja gar nicht verkaufen. Wahrscheinlich. Aber deshalb machen die so utopische Preise. Ne? Also ich habe jetzt nicht alle, also die, alles über 100 Zoll ist immer noch sehr, sehr teuer. Ja. Und das hier sind 100 Zoll, ne? Der Screen sind 100 Zoll. Oder? Das sind 100 Zoll. Ja. Also man kann mit dieser Lösung sehr schön groß, da kann man wirklich komplett ausreizen, ohne dass man ein tiefes Lowboard braucht. Und das gibt es bei dir? Ja, das ist, also es gibt ja von Spektral, gibt es da... Ich meine jetzt diese Plattform jetzt hier, diesen... Achso, du meinst das Tableau? Ja. Ja, das haben wir lagermäßig da. Und ja, gibt es nicht viele Anbieter, die das zurzeit anbieten. Ja, ist aber echt eine schöne Sache. Schön leise, ist auch wirklich sehr solide gebaut, ist auch richtig schwer. Ja. Also das ist schon, macht schon guten Eindruck. Ach, sag mal, was man damit erreichen will, das ist ja, dass dieses Lowboard ein normales Maß hat. Genau. Stell dir mal vor, ich mache jetzt hier 80. Genau. Das sieht ja nicht normal aus. Richtig. Und wenn ich das schmale Möbel zu weit in den Raum ziehe und habe hier hinten einen Spalt, genau, dann sieht das auch nicht normal, genau, aus. Das richtig. Sieht abnormal aus. Ja? Genau. Also das will man nicht sehen, sowas. Also man hat jetzt hier die Möglichkeit, man kann bei 100 Zoll ein richtig schmales Lowboard, ja, nehmen. Also wirklich diese 30 cm ultraschmal, stellt man drauf, fährt raus, ja, dann hat man die 100 Zoll. Oder bei so einer, das ist ja ein relativ tiefes Lowboard, bei so einem Lowboard kriegt man dann schon 130 Zoll oder 120. Ja. Das ist also, das macht die Sache wirklich sehr gut. Also ich finde, das ist ja jetzt hier 65 und wir haben es jetzt auch hier so noch ein bisschen circa weg. 10 cm von, genau, der Wand weggerückt. Ja? Genau, das so viel. Das geht so viel, noch. Das, ja, kann man noch so sehen. Ja? Und wir haben ja hier vorne, das können wir jetzt leider nicht zeigen. Das ist jetzt aber das Kindle. Da zum Beispiel, achso, das sieht man jetzt nicht. Nee, doch, man sieht es da im Bild noch rechts. Nee, hier, ja, vorne haben wir ein Lowboard. Das, ja. Also gut, hier auf der Seite. Das ist nur 50, oder? Das kann sein. Das sieht aus wie 50, ja. Das ist genau, das ist ein bisschen schwer. Aber es gibt ja wirklich 30. Wir haben hier vorne, ja, haben wir einen 70er, ja, extra dafür gemacht. Ja. Aber das ist jetzt nicht, da könnte man auch zwar jetzt hier dieses Necktun drauf, mhm, basteln, sag ich jetzt mal, aber das wird jetzt nicht unbedingt, nee, schön aussehen. Das kann man anders erlösen. Wenn man das im Vorfeld weiß, dass es so die Lösung gibt, wird, dann kann man das vernünftig machen, ja, dass, ja, das auch gut aussieht. Nee, das ist wirklich eine sinnvolle Erweiterung und eigentlich überraschend, dass es erst jetzt erhältlich ist. Ja. Es ist bei uns auf der Webseite. Da gibt es reichlich, ich werde das auch nochmal unten verlinken, kann man das, ist auch bezahlbar, das ist jetzt nicht übermäßig teuer und auch dort bestellbar. Und ich würde sagen, wir haben ja jetzt genug. Genau, wir reden jetzt nicht nochmal 5 Minuten. Nee, wir machen jetzt nicht mehr 5 Minuten, sondern ich denke, das hat jetzt eigentlich, haben wir alles gesagt. Genau. Und es ist sehr spät geworden heute. Jo. Weil wir hatten eigentlich gedacht, wir können das in einer Viertelstunde erschlagen, das Thema. Und so jetzt, ist das. Und jetzt haben wir wieder Überstunden. Aber wir haben auch was gelernt. Genau. Gut. Dankeschön. Und wie gesagt, Likes da lassen und den Kanal abonnieren, weil solche Videos... Jetzt haben wir doch nochmal 5 Minuten geredet. Wir haben es geschafft. Perfektes Timing. Macht's gut. Tschüss.